Moin Leute, nicht erschrecken. Ich hoffe, es geht euch gut. Jetzt ist nach langer Zeit mal wieder so richtig Mist passiert beim Videoaufnehmen, und zwar ist einfach die komplette Audiospur hops gegangen. Das ist echt ziemlich ärgerlich, das kommt immer mal wieder vor. Sollte man eventuell mal sein Equipment updaten, aber dann schmeiße ich normalerweise das ganze Video weg, nehme das alles einfach nochmal neu auf, passe ein bisschen besser darauf auf, dass das mit dem Audioaufnehmen auch wirklich hinhaut. Aber jetzt bin ich halt unterwegs, möchte euch das Video eigentlich nicht vorenthalten und habe es gerade eben erst im Schnitt gemerkt, dass das mit dem Audio nicht geklappt hat. Ja. Deswegen habe ich versucht, und es tut mir wirklich leid, es ist nicht sonderlich gut geworden, aber ich habe versucht, aus der Backup-Audiospur, was ein bisschen fancy ist, um damit das interne Mikrofon der Kamera zu bezeichnen, ich habe versucht, da das Beste rauszuholen, und ich hoffe, ihr könnt mit dem Video trotzdem was anfangen. Tut mir wirklich leid, beim nächsten Mal passe ich besser drauf auf. Trotzdem viel Spaß beim Video. Ich freue mich auf euer Feedback. Lasst es euch gut gehen. Habt ein schönes Wochenende. Der Flughafen Leipzig-Halle hat seine lange Zeit geschlossene Start- und Landebahn im Norden jetzt wieder geöffnet. Das Ding wurde in den letzten Wochen und Monaten wieder komplett fit gemacht. Was das bedeutet, schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an, und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Schön, euch wiederzusehen. Am letzten Mittwoch wurde die zweite Start- und Landebahn am Flughafen Leipzig-Halle nach 4,5 Monate andauernden Sanierungsarbeiten endlich wieder in Betrieb genommen. 4,5 Monate, in denen die Betondecke der nördlichen Start- und Landebahn aufwendig erneuert wurde, und damit eben auch 4,5 Monate, in denen der mittlerweile zweitgrößte Frachtflughafen hier in Deutschland seinen Betrieb über nur eine Start- und Landebahn im Süden des Flughafens abwickeln musste. Der Flughafen verfügt über zwei ähnliche Start- und Landebahnen, eine im Norden des Platzes, das ist die 08 links bzw. 26 rechts, und eine im Süden des Platzes, das ist die 08 rechts bzw. 26 links. Alle Landerichtungen hier am Flughafen Leipzig-Halle verfügen über ein Instrumentenlandesystem der Kategorie 3, was hier automatische Landung ohne Entscheidungshöhe bis Sichten runter auf 75 Meter ermöglichen kann. Beide Bahnen sind 3600 Meter lang. Die nördliche Bahn ist dabei 45 Meter breit, das ist die Standardbreite. Die südliche Bahn ist sogar 60 Meter breit und gehört damit zu den fähigsten Start- und Landebahnen hier in Deutschland. Ändert aber nichts daran, dass man den Ausfall der nördlichen Start- und Landebahn nur bedingt verschmerzen kann bzw. bedingt verschmerzen möchte. Denn hier am Flughafen Leipzig-Halle ist ja in Zukunft noch so ein bisschen was geplant. Denn mit dem Ausbau des DHL-Luftfrachtdrehkreuzes, was man dort am Flughafen findet, wird in den nächsten Jahren sicherlich noch einiges an umzuschlagender Fracht dazukommen und damit auch sicherlich noch ein Mehr an Flugzeugbewegung. In den letzten 15 Jahren nach Aufbau des DHL-Luftfrachtdrehkreuzes an diesem Airport hat sich die umgeschlagene Luftfracht mehr als verzehnfacht. Und auch im Corona-Jahr 2020 ging hier noch mal mehr als im vorangegangenen Jahr. Das bedeutet zwar nicht, dass sich auch die Anzahl der Flugbewegungen verzehnfacht hat, diese hat sich in den letzten gut 15 Jahren aber ungefähr verdoppelt. Von etwa 40.000 Flugbewegungen im Jahr 2004 auf etwa 80.000 Flugbewegungen im Jahr 2019. Für Mitte 2030 erwartet man am Flughafen eine Anzahl von ungefähr 120.000 Flugbewegungen pro Jahr, und das wird logischerweise mit dem weiteren Ausbau des DHL-Luftfrachtdrehkreuzes an diesem Flughafen zu begründen sein. Für Frachtflugzeuge gibt es am Flughafen Leipzig-Halle kein Nachtflugverbot. Das ist im Vergleich zum Frankfurter Flughafen, zumindest für den Luftverkehr, schon mal ein dicker Pluspunkt. Von hier aus können nächtliche Frachtflugverbindungen in alle Welt quasi uneingeschränkt zur optimalen Zeit starten und auch zur optimalen Zeit landen. Dazu dann eben noch die gute Infrastruktur mit den Instrumentenlandesystemen und 3600 mal 45 Metern im Norden und, wir haben es eben auch schon angesprochen, 3600 mal 60 Metern im Süden. Letztere ist die jüngere Start- und Landebahn. Mit dem Bau wurde im Jahr 2005 begonnen, um die alte Start- und Landebahn im Süden des Flughafens zu ersetzen. Das Ding war 2500 Meter lang und 45 Meter breit, und davon kann man heute nicht mehr sonderlich viel sehen. Im Juni 2007 wurde die neue 08 rechts bzw. 26 links dann in Betrieb genommen. Einige Jahre zuvor wurde die Nordbahn gebaut. Die wurde im März 2000 in Betrieb genommen und machte den Flughafen Leipzig-Halle damit quasi fit für alles Mögliche an großem Fluggerät. Etwa 400.000 Flugzeuge sind seitdem in den knapp über 20 Jahren dort gestartet und gelandet. Beide Bahnen zusammen ermöglichen oder ergeben heute eigentlich ein recht optimales Flughafendesign mit den Abfertigungsgebäuden zwischen den beiden Bahnen und etwa 2100 Meter Abstand zwischen den Mittellinien der beiden parallel verlaufenden Start- und Landebahnen. Was dafür sorgt, dass beide bei jedem Wetter quasi völlig unabhängig voneinander benutzt werden können und theoretisch gleichzeitige Starts und Landungen ohne irgendwelche Einschränkungen ermöglichen. Die ICAO sagt, ab 760 Metern Abstand zwischen zwei parallel verlaufenden Bahnen
funktionieren unabhängig voneinander stattfindende Abflüge und ab 1035 Metern zwischen zwei Start- und Landebahnen funktionieren auch unabhängig voneinander stattfindende Anflüge. Und das ist auch der Grund dafür, warum am Flughafen Frankfurt zum Beispiel keine unabhängig voneinander laufenden Anflüge auf die 25 links und die 25 center möglich sind. Also liegen nur so gut 500 Meter dazwischen. Aber dann eben unabhängig voneinander stattfindende Anflüge auf die 25 links und die 25 rechts funktionieren. Da liegen so fast 2 Kilometer zwischen. Kleiner Einschub an der Stelle, falls euch bei dem Thema noch der Flughafen San Francisco als Paradebeispiel einfällt, da ist es nochmal ein bisschen was anderes mit den parallelen Landungen. Das wird möglich gemacht durch ein recht aufwendiges Verfahren unter Sichtflugbedingungen, was mit Unterstützung eines sehr präzisen Radars bei sehr guten Bedingungen solche Anflüge möglich macht. Aber wir schweifen ab. Leipzig-Halle ist ein technisch und infrastrukturell gesehen recht attraktiver Flughafen, welcher bezogen auf die Investitionsfreudigkeit von DHL in Zukunft und mit den im deutschen Vergleich recht locker wirkenden Regelungen, zum Beispiel beim Thema Nachtflugverbot, für diesen Flughafen eine spannende Zukunft bevorsteht. Es ist offensichtlich, dass die Schließung einer Start- und Landebahn an einem solchen Flughafen ein Zustand ist, den man nicht länger als nötig haben möchte. Gleichzeitig ist es aber anscheinend auch eine gewaltige Aktion, von der sich kein Flughafen so richtig drücken kann. Und da macht man das logischerweise, wenn man die Möglichkeit dazu hat, in einer Zeit, in der halt ein bisschen weniger los ist als sonst. Das war in der Pandemie der Fall. Der Flughafen Leipzig-Halle hatte für eine gewisse Zeit von mehreren Monaten quasi null Passagierverkehr. Das sieht heute zwar wieder ein bisschen anders aus, aber man hat die Zeit genutzt und dementsprechend dann in einer Zeit die Nordbahn geschlossen, in welcher man sowieso eine nahezu komplette Entlastung dieser Start- und Landebahn hatte. Der wichtige Frachtverkehr nutzt auch bei zwei offenen Bahnen hauptsächlich für die Starts und Landungen die breitere Südbahn. Das DHL-Frachtzentrum befindet sich im Süden des Flughafens. Der Weg zur Südbahn erscheint damit nicht nur der logische zu sein, sondern ist faktisch natürlich auch sehr viel kürzer. Und so war es tatsächlich der Fall, dass laut Daten des Fluglärmberichts 2018, den habe ich auf die Schnelle gefunden, über 90% aller nächtlichen Starts und Landungen, vor allem in der Kernzeit zwischen 23 und 5 Uhr, und das sind dann ja eben fast ausschließlich nur Frachtflüge, dass dort über 90% der Starts und Landungen über die Südbahn abgewickelt wurden. Wenn es also eine halbwegs passende Zeit für die komplette Sanierung der Nordbahn gab, dann war das definitiv in den letzten Monaten der Fall. Deswegen hat man es auch gemacht. Ist ja logisch. Gut, warum das ein kompliziertes Unterfangen ist, das ist schnell erklärt. Start- und Landebahnen an großen internationalen Verkehrsflughäfen sind logischerweise nicht einfach so in die Landschaft gezogene Asphaltstreifen. Sondern an solch großen Flughäfen, je nachdem welche Flugzeuge da landen sollen, je nachdem wie der Untergrund vor Ort ist und so weiter, an solch großen Flughäfen kann der Aufbau einer Start- und Landebahn gerne mal über 1 Meter dick sein, teilweise bis zu 1,30 Meter. Dabei ist die unterste Schicht, jetzt kommt eine kleine Baugrundschulung, ich habe leider auch keine Ahnung von dem Thema, also wenn ihr was Cooles darüber wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Dabei ist die unterste Schicht bis zu 50 cm eine Mischung aus bindigem Boden, Tonböden oder lehmartige Böden könnte man sagen, und nicht bindigem Boden, Sand oder Kies zum Beispiel oder beides. Relativ fester, guter Baugrund. Eine Mischung, die man mit Zement verdichtet und verfestigt hat. Darüber dann bis zu 15 cm wasserunempfindliches, festes Gemisch aus Zement und Sand. Und dann ist halt für eine Tragschicht, eine sogenannte HGT, eine hydraulisch gebundene Tragschicht, bis zu 25 cm ist die dick und die sorgt dafür, dass die Belastung der Flugzeuge auf der Oberfläche perfekt in den Unterbau weitergegeben werden können, aber gleichzeitig für die Oberfläche eine immer gleichbleibende, feste, glatte Auflagefläche geschaffen wird. Diese eigentliche Oberfläche ist dann nochmal bis zu 40 cm dick und besteht meist aus 2 Betonschichten. Man könnte auch Asphalt benutzen, aufgrund der deutlich höheren Langlebigkeit ist Beton für größere Flughäfen jedoch besser geeignet, allerdings aber auch etwas teurer. Für kleine Flugplätze kann dann eventuell Asphalt die richtige Wahl sein. Aus den dann dahin gezimmerten Betonschichten werden dann noch Platten gemacht. Diese werden mit Dübeln verbunden. Dann wird die Oberfläche der Landebahn noch gegroovt. Das heißt, es werden so Rillen in Fährrichtung reingemacht, damit das Wasser perfekt ablaufen kann bzw. kein Aquaplaning entsteht, weil eben diese Erhebung immer noch im Kontakt mit dem Flugzeugreifen bleiben. Und so entsteht eine gute, langlebige, bei Beton bis zu 40 Jahre oder sogar noch etwas länger, sehr fähige Start- und Landebahn. Eigentlich ganz einfach. Und damit das mit der Langlebigkeit funktioniert, muss eine solche Bahn auch tatsächlich entsprechend gewartet werden. Denn diese Rillen in der Bahn bzw. die Textur der Bahn sorgt zwar dafür, dass kein wirkliches Aquaplaning entstehen kann und es sorgt auch für die erforderlichen Reibwerte, aber bei jeder Landung eines Flugzeuges werden diese Rillen quasi immer und immer weiter aufgefüllt,
beziehungsweise die Oberfläche wird glatt gemacht. Denn die Reifen eines Flugzeuges drehen sich zur Landung nicht. Sie werden nicht durch einen extra Motor irgendwie auf 240, 250 Kilometer pro Stunde, also auf die Landegeschwindigkeit des Flugzeuges beschleunigt, um diesen Gummiabrieb, der die Rillen auffüllt, zu verhindern. Es ist auch aus vielerlei Gründen ganz gut so. Man hat das irgendwann mal ausprobiert, das ist schon 60, 70 Jahre her. Aber dort hat man eben herausgefunden, dass eine Umsetzung im Detail viel zu kompliziert wäre, kein realistisches Einsparpotenzial hat. Und es würde auch das Handling des Flugzeuges bei der Landung verändern, da die natürliche Tendenz des Flugzeuges direkt nach dem Aufsetzen des Hauptfahrwerks die Nase in Richtung Boden zu bewegen, also auch das Bugfahrwerk schnell in Richtung Boden zu bringen, nicht mehr so gegeben wäre. Deswegen hat man dieses simple System, was auf den ersten Blick so ein bisschen dumm aussieht, auch einfach nie verändert. Und so hinterlassen große Verkehrsflugzeuge bei jeder Landung, je nach Gewicht und so weiter, tatsächlich bis zu einem Kilo Gummi auf der Start- und Landebahn, was dann eben die Rillen auffüllt und die Oberfläche glatt macht und sie auch bei Nässe entsprechend rutschig macht. Also muss die Oberfläche mehr oder weniger regelmäßig von diesen Gummirückständen befreit werden. Sie muss also gereinigt werden. Es gibt aber noch ein weiteres Problem, was dafür sorgte, dass die Nordbahn am Flughafen Leipzig-Halle bereits nach etwas mehr als 20 Jahren im Einsatz quasi von Grund auf saniert werden musste. Und das ist die sogenannte Alkali-Kieselsäure-Reaktion. Kennt man auch als Betonkrebs, kann Pisten an Flughäfen und auch Autobahnen und auch alle anderen Betonbauwerke, die dem Wasser bzw. Regen ausgesetzt sind, zerstören und spröde machen. Dann können Teile herausbrechen, was viele jetzt sicherlich zu Recht an das Concorde-Unglück erinnern lässt. Da war das Teil, was dort für das Unglück gesorgt hat, zwar ein Teil des vorausfliegenden Flugzeuges, allerdings Teile auf der Start- und Landebahn können tatsächlich für viel, viel Unglück und Schaden sorgen und deswegen haben sie dort nichts zu suchen. Und es gibt auch Fälle, in denen bereits herausgebrochene Asphalt- oder Betonstücke Flugzeuge beschädigt haben. Mittlerweile hat man das mit dem Betonkrebs zwar etwas besser im Griff, aber eben auch aus diesem Grund wurde also die Zeit genutzt und es wurden 300.000 Tonnen frischer Beton auf der Nordbahn aufgetragen. Die alte Befeuerung wurde durch moderne LED-Beleuchtung ersetzt und damit ist das Ding hoffentlich ready für die nächsten 40 Jahre oder mehr. Und der Flughafen Leipzig-Halle, welcher übrigens der erste große deutsche Flughafen ist, welcher im August 2020 laut Zahlen der DFS, 2021 meine ich natürlich, mehr Flugbewegung verzeichnet hat als noch im August 2019, also in der Zeit vor Corona, fit für die Zukunft. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Viel komische Infos dabei. Bindiger und nicht bindiger Boden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Shop. Dort kriegt ihr die Blueprints hier aus dem Hintergrund. Und dann hoffe ich, dass wir uns schnell beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.